Ich flechte nun den Boden für einen ovalen Handkorb. Was brauchen wir für Material dafür? Ich habe mir jetzt eingeweicht diese 160er gesottenen Weiden. Die haben jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden hier in der Weichwanne gelegen. Dann habe ich hier mir Bodenstücke eingeweicht für 2 ovale Böden. Die habe ich so über Nacht im Wasser liegen gehabt. Und noch ein paar Reste. Da werde ich nachher auch zwischendurch beim Boden mit diesen Resten flechten können. Ganz wichtig ist jetzt noch, ich habe hier ein sogenanntes Wickelrohr. Das ist jetzt ein Material, das ist keine Weide, das ist die Rinde vom Rattan in einer bestimmten Stärke geschnitten. Das wird auch beim Bodenflechten eingesetzt. Was sind das denn für Holzschuhe da auf der Plan? Ach so, ja genau, die Holzschuhe. Da wollte ich sowieso noch was zu sagen. Holzschuhe sind in der Kornmacherwerkstatt sehr, sehr wichtig, weil wir ja immer mit Feuchtigkeit, mit Wasser arbeiten. Das heißt, wenn wir Lederschuhe anhätten, würden die natürlich mit der Zeit, gerade wenn es feucht und kalt ist, leicht anfangen, unansehnlich zu werden oder zu schimmeln. Und diese Holzschuhe, das hier sind jetzt Westerwälder Holzschuhe oder westfälische Holzschuhe sind das, genau, westfälische Holzschuhe. Und die sind eben schön geeignet dafür, dass sie auch mal nass werden dürfen. Ich habe hier dicke Bolsterung drin an und da kann man wunderbar mitgehen. Ich habe mir ja die Bodenstöcke schon vorbereitet, wollte aber noch ein bisschen etwas erzählen zur Anzahl und zur Größe, zur Länge der Bodenstöcke und zur Größe des Bodens. Es gibt natürlich gerade beim ovalen Korb sehr viele Unterschiede, je nachdem, wie groß der Korb sein soll, welchen Zweck er haben soll nachher, aus welchem Material er geflochten ist, aus dicken oder dünnen Weiden. Das sind eigentlich mehr Erfahrungswerte, wie viele Bodenstöcke und welche Länge für welchen ovalen Korb die richtigen sind. Ich habe jetzt bei diesem Boden, für diesen ovalen Handkorb, habe ich jetzt insgesamt 3 Bodenstöcke gewählt von 36 cm Länge für die Längslagen und 6 Bodenstöcke von 22 cm Länge für die Querlagen. Ich werde das auch natürlich nachher im Text für das Video auch nochmal genau die Maße und die Länge nochmal erwähnen. So. Jetzt müssen wir uns die Bodenstöcke erstmal sortieren. Wir nehmen die dicksten Bodenstöcke hier zur Seite und die dünnsten Bodenstöcke. Dann brauchen wir ein Messer und spalten erst einmal den dünnsten Bodenstock in der Mitte auf und stecken den dicksten Bodenstock für die Längslage durch. Als nächstes nehmen wir den dicksten Bodenstock, spalten ihn auf und stecken ihn daneben. Dann nehmen wir die beiden Bodenstöcke, die eine mittlere Stärke haben, und spalten die jeweils auf. Dann nehmen wir den zweitdicksten Bodenstock, spalten ihn auf und wiederum den zweitdünnsten Bodenstock als letztes. Beim Aufspalten merken wir schon, ob die Bodenstöcke auch richtig geweicht sind. Sie dürfen natürlich beim Spalten jetzt nicht splittern, sie müssen sich schön aufspalten lassen. Zum Schluss stecken wir rechts und links
die etwas dünneren Bodenstöcke, lange Bodenstöcke für die Längslagen durch. So, jetzt ist ganz wichtig, dass wir die Bodenstöcke verteilen. Erstmal müssen wir gucken, dass hier jeweils die Bodenstöcke, hier der Abstand und der Abstand der gleiche ist. Dass die Bodenstöcke hier also mittig verteilt sind. Dann schieben wir zwei Bodenstöcke der Querlage nach unten. Und jetzt muss dieser Abstand und dieser Abstand der gleiche sein. Und dasselbe auf der anderen Seite. Also dieser Abstand und dieser Abstand muss der gleiche sein. Zum Schluss schieben wir die beiden mittleren Bodenstöcke in die Mitte der Längslagen. Und auch hier wiederum muss dieser Abstand und dieser Abstand der gleiche sein. Da habe ich noch eine Frage. Warum sind denn die Bodenstöcke durchgebogen? Ja, ich habe die ja, bevor ich die aufgespalten habe, habe ich die ja so ein bisschen gebogen. Und wenn man jetzt das mal von der Seite sieht, dann sieht man auch, dass hier so eine kleine, ja, so ein Bogen drin ist. Das hängt damit zusammen, da hatten wir schon bei dem runden Boden drüber gesprochen, dass ja nachher der Korb auf dem Rand des Bodens mehr oder minder steht. Das heißt, das ist nachher die Oberseite. Und wenn der Korb jetzt ganz flach wäre, dann könnte es sein, dass der nachher sich hier so ein bisschen, wenn der Korb flach ist, ein bisschen wackelt. Okay. So, als nächstes greife ich jetzt zu dem Wickelrohr. Wichtig ist jetzt, dass wir die Bodenstöcke schön fest zusammenwickeln. Früher hat man da kein Wickelrohr für genommen, weil das die meisten Korbmacher nicht hatten, sondern hat gespaltene Weiden genommen. Das geht genauso schön, nur das Wickelrohr legt sich besser. Heutzutage nimmt man gerne Wickelrohr. Jetzt ist es so beim Wickeln. Wir achten darauf, dass wir bei dem Wickelrohr das wirklich schön straff anziehen, dass die Bodenstöcke wirklich schön zusammenhalten. Wir fassen auch immer mit dem Daumen nach. Und dass die Wicklungen ohne Zwischenraum sind. Also schön straff wickeln und gucken, dass wir es schön nebeneinander legen.
habe ich noch eine Frage. Ja. Muss man immer bei dem Wechseln zwischen, also dem Überspringen, sage ich es mal, immer auf derselben Seite das machen oder ist es egal? Ja, genau. Auch eine gute Frage, nämlich immer auf der Unterseite. Also das ist jetzt als Funktion, damit die Wundschöpfe zusammenhalten, ist das natürlich nicht wichtig. Das sieht nur nachher schöner aus. Das hier ist ja nachher die Oberseite des Korbes, sieht immer schöner aus, wenn es gleichmäßig ist. Da gibt es aber auch verschiedene Muster. Es gibt zum Beispiel Kollegen, die das hier auch über Kreuz legen. Also das ist eigentlich mehr eine optische Sache. Das heißt, man muss eben schon gucken, dass man genau auskommt, denn, dass man dann das auch... Dann ja, also dadurch, dass hier der Abstand hier und hier derselbe ist, müssen eigentlich auch die gleiche Anzahl Wicklungen hier jeweils gewickelt werden. Jetzt ist natürlich noch mal die Frage, wir sehen im Handel auch viele Körbe, die nicht gewickelt sind, wo beim ovalen Korb die Wundstöcke nicht aneinander gewickelt sind, zusammengewickelt sind. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Sache. Also ich würde schon mal davon ausgehen, wenn wir einen schön gewickelten Korb sehen, wo der Boden, die Bodenstöcke schön gewickelt sind, dann ist das auch ein Qualitätsmerkmal. Also eigentlich sollten die Bodenstöcke gewickelt sein und die Bodenstöcke halten fester zusammen. Nachher auch beim Flechten hat man es leichter und es ist einfach optisch schöner, dass man einen gewickelten Boden hat, beim ovalen Boden.